Wir haben jetzt unsere Expertin für Feines und Süßes da, Jeanette Marquis. Einen wunderschönen guten Morgen. Und passend zur Fußball-WM gibt es Fruchtleder. Leder, genau. Hat aber nichts mit dem Fußball zu tun. Nein, es ist auch ein bisschen so ein sperriger Begriff, aber das ist der Fachbegriff einfach für getrocknete Fruchtpaste. Mhm. Jetzt sind ja die Früchte überall reif, in Hülle und Fülle gibt es Obst in diesem Jahr. Okay, das heißt, alles Obst kann zum Fruchtleder werden. Genau, alles Obst kann zum Fruchtleder werden. Gut, aber und die Raffinesse müssen wir mal erklären, weil wir fangen mal mit dem Einfachsten an. Genau, das Einfachste ist so wirklich das Mango-Fruchtleder. Mhm. Und die Zubereitung ist wirklich total einfach, wenn du mir mal die vorgeschnittene Mango hier in den Becher reingibst. So, pass auf. Braucht auch nicht alles sein, aber so gut, so. Ja. Und dann können wir parallel vielleicht schon mal einmal den Leuten zeigen, die das noch nicht abstrahieren können, was daraus wird, wie es dann aussehen könnte. Ich püriere mal hier so ein bisschen. So sieht das dann nämlich nachher aus. Genau, das ist nachher komplett getrocknet und man merkt schon, auf dem Papier kann ich das wirklich gut handhaben, es klebt nichts und du kannst auch mal ein Stück abschneiden. Das mache ich gleich, aber zeig uns erstmal die Schritte, die dorthin zuführen. Also ich. Das heißt, Mango nehmen, gibt es da eine gewisse Mengenanzahl oder gehe ich dann je nach Gusto? Von der Menge her, ja, so 3 Stück gehen auf ein Blech, aber ich kann auch einfach mal mit einer anfangen und das ausprobieren. Das ist so ein Feld, wo ich wirklich viel experimentieren kann und eben auch ausprobieren kann, was schmeckt mir, was liegt mir. Und mit der Mango ist da eine ganz gute Basis. Und okay, da ist jetzt nur Mango drin letztendlich. Das ist wirklich nur die Mango püriert. Mhm. In der Regel sind die auch wirklich süß genug. Wenn jetzt so größere Stücke drin sind, dann kann man die noch mal rausholen. Gut, und dann verstreiche ich das Ganze auf dem Backblech. Dann verstreiche ich das. Dafür ist so ein Kuchenheber auch ganz gut. Wie dick sollte das sein auf dem Backblech? So fingerdick maximal. Okay. Also nicht dicker. Und wenn das dann ganz gleichmäßig püriert ist nachher, dann habe ich da auch keine unterschiedlichen Stellen drin. Okay, nächster Arbeitsschritt wäre welcher? Das trocknet jetzt. Mhm. Und dazu brauche ich Zeit. Das kann ich jetzt lufttrocknen lassen. Mhm. Bei den Temperaturen und bei der Sonneneinstrahlung geht es relativ zügig, aber ich muss schon so 5 Stunden einrechnen. Ne? Okay, das stelle ich aber so nicht hin, weil ich habe schon die ersten Wespen gesehen, die freuen sich. Und da kann man sich dann so ein bisschen behelfen. Also es gibt ja diese Gitter, die kann man dann drüber stellen und das Ganze eben noch ein bisschen abdecken, wenn man so ein Tuch hat, was man einmal komplett drumwickeln kann. Ja. Dann ist das natürlich optimal geschützt. So, pack das und das Ganze stelle ich dann an einen luftigen Ort. Das ist eben wichtig, dass die Luft auch zirkulieren kann. Guck mal, ich stelle es dir mal weg, dann hast du mehr Platz. Das heißt also, 5 Stunden ungefähr wird das weggestellt und dann? Ja, und dann muss ich natürlich prüfen. Ne? Ist es in Ordnung? Ist es gut? Und jetzt kommt der Spruch, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Das ist jetzt mit Himbeeren und Bananen. Also du siehst, ich kann wirklich alle Früchte nehmen. Ne? Und wenn ich es angreifen kann, die Oberfläche, und das ist wirklich trocken, dann ist es auch fertig. Guck mal, und wir können den Zuschauern noch mal zeigen. Also so sieht es dann im Prinzip, ich lege das mal da drauf aus, wenn das die Mango wäre. Ich kann es abziehen und es bricht nicht. Es hat noch so eine Elastizität. Mhm. Und jetzt kannst du da einfach so Streifen abschneiden mit dem Backpapier. Und das kann man dann ganz gut wickeln und eben zum Wandern oder für die Schule als kleinen Snack mal mitnehmen. Und ich finde es vom bisher angenehmer als jetzt eine so getrocknete Mango. Fantastisch. Und das heißt, der Schritt zurück wäre auch möglich, das Ganze ins Müsli oder halt irgendwie auch so? Das ist eben auch das Tolle. Ich kann es jetzt ein bisschen einweichen mit Wasser zum Beispiel. Und das Ganze gibt dann nachher wieder eine Fruchtpaste. Mhm. Und die kann ich dann ins Müsli nehmen oder in Joghurt mischen oder wie auch immer weiter verwenden. Wunderbar. Schau mal, ich stelle das mal hier auf wie eine Kerze, ne? Wie eine Bienenwachskerze. Mhm. Von der Konsistenz her sehr lecker, wenn ich jetzt das mir als Beispiel nehme, was ja viele kennen, so Trockenobst, das wird jetzt im Ofen tatsächlich getrocknet, oder? Ja, also die aus den Ländern, wo es herkommt, die trocknen es auch an der Luft, weil da ist einfach die Temperatur und die Luftfeuchte so, dass es auch an der Luft gut trocknet. Aber von der Konsistenz her muss ich da wirklich fester beißen als jetzt bei dem Fruchtleder, wo ich es einmal durchpüriert habe. Gut, aber von der Konsistenz, ich habe es ja gerade gekostet, ist es auch relativ weich, so ein bisschen wie Gummibärchen, ne? Ja, ja, ja. Aber es ist wirklich nur die Frucht, ne? Das ist toll. Und wenn ich recht wasserhaltige Früchte nehme, wie jetzt zum Beispiel Erdbeeren, jetzt kommen ja so die letzten auf den Markt, dann koche ich mir erstmal so ein bisschen eine Fruchtpaste vor. Das sieht man so ein bisschen, dass ich hier eben die Konsistenz schon mal so habe, dass ich eine Straße ziehen kann. Und dann ist es die richtige
Konsistenz im Konsistenz, Prinzip, um die aufzustreichen und um es zu trocknen, weil sonst dauert der Trocknungsprozess zu lange und ich sollte das schon einmal zügig. Gut, aber das heißt, wenn ich das nicht machen würde, wäre es auch möglich. Ich muss dann nur mehr Zeit einplanen. Genau, für und den dann auch immer mal so ein bisschen gucken, vielleicht muss man es dann wenden, ja. Mhm. Dass sich eben keine Tierchen draufsetzen oder irgendwie ein Schimmelprozess verraten dann anfängt. Letzten Trick noch. Ich sehe hier ein Wegglas, beziehungsweise ein Glas, um das haltbar zu machen. Genau. Das luftdicht ist, glaube ich, das Nonplusultra. Das für ist es, ja. Dass eben keine Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft wieder gezogen wird, weil dann wird es weich und dann ist eben der Wassergehalt wieder zu hoch in dem Produkt und dann kann es anfangen zu schimmeln. Okay, und mit Schokolade zu überziehen wäre auch noch eine Variante. Also seien Sie da kreativ. Und Nüsse mit kann ich mit reinmischen oder Leinsamen oder wenn ich mal ein Obst habe, was noch nicht die Süße erreicht hat, nehme ich eben Honig oder Agavendicksaft oder auch Zucker ist möglich. Also das ist wirklich eine Spielwiese, sage ich mal, was einlädt zum Experimentieren und bei dem Wetter kann man das gut ausprobieren. Machen wir uns zunutze. Es soll ja so heiß bleiben, jetzt 30 Grad. Also wenn Sie eine Inspiration bekommen haben, gerne. Und die Ideen, die sind unbegrenzt letztendlich. Ja, genau. Ne? Die Kreativität sowieso. Jeanette, vielen Dank erstmal fürs Hiersein.